130 Jahre besteht schon die Freiwillige Feuerwehr Wienersdorf. Dieses Jubiläum wurde mit einem zünftigen Fest gebührend gewürdigt. Die Feuerwehr Wienersdorf feiert ja ein besonderes Jubiläum. Ja, 130 Jahre Feuerwehr Wienersdorf. Wir sind stolz, dass unsere Feuerwehr so alt ist eigentlich. Und es ist ein Grund zum Feiern. Wenn man denkt, 130 Jahre freiwillig im Dienst der Feuerwehr, das ist schon ein tolles Festwert. Das ist ein tolles Festwert und wir können stolz darauf sein, dass unsere Vorfahren die Feuerwehr gegründet haben. Die haben einen Enthusiasmus gehabt, die haben ja keine Mittel und nichts gehabt damals und haben das auch als Eigeninitiative gegründet und ich glaube, das war damals eine sehr große Leistung für die Leute damals. Mit dem Nachwuchs zufrieden? Ja, mit dem Nachwuchs bin ich zufrieden. Wir haben gerade vor kurzem einen Zuwachs gekriegt von 8 Jugendfeuerwehrmänner und Frauen. Und wir können auch 2 Jugendfeuerwehrfrauen zum neuen Stand dazuzählen. Das heißt, ihr nehmt auch Mädchen auf und habt gute Erfahrungen damit gemacht? Ja, mit Mädchen haben wir gute Erfahrungen gemacht. Wir haben auch eine Jugendbetreuerin mit an Bord genommen, und damit, dass sie die Frauen Sachen erledigen kann, sozusagen. Auch die Wirtschaft unterstützt die Feuerwehren. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Ohne Feuerwehr, ohne freiwilligen Feuerwehrwesen, man muss das immer betonen, das ist alles auf freiwilligen Basis. Die Leute, die hier herumlaufen, die Jungen, die Kommandanten, die Stellvertreter, machen das alles freiwillig, sind ja nicht nur für die Bevölkerung da, für die Sicherung, für Feuer, für Brände, für Schutzmaßnahmen, für Sicherungsmaßnahmen, sondern auch für die Gewerbebetriebe, die wir einige haben. Und von dem her ist es natürlich auch denen ein Anliegen, da zu unterstützen. Wenn wir dann so einen super Rahmen, wie wir da im Hintergrund sehen haben, ist das noch ein Stück dazu und ein toller Event noch dazu. Es ist ein sehr volles Haus, trotz des so angekündigten etwas unsauberen Wetters, sage ich jetzt einmal so, weil Regen ist ja angesagt, ist sehr viel los und das merkt, dass hier sehr viele Menschen zusammenhalten und auch hier zu den Festen kommen. Na, und da ist die Feuerwehr noch ein Mittelpunkt, wo man gern hinkommt, die man auch gern unterstützt. Genau so ist es. Es wird ja morgen ein neues Fahrzeug geweiht und ja, mit dem Geld, das hier eingenommen wird, wird dieses Fahrzeug ja auch mitfinanziert und das ist schon eine tolle Leistung von der Feuerwehr, was sie hier aufstellt. Wir haben uns zum 130-jährigen Jubiläum einen neuen Mannschaftstransporter gekauft, ausschließlich aus Eigenmitteln der Feuerwehr. Dafür machen wir also Feste, Bälle und andere. Als Veranstaltung haben wir nur die zwei, aber Sammlungen und ich muss mich bei der Bevölkerung auch bedanken, dass sie uns immer unterstützen, wenn wir kommen. Ja, weil das Geld wird ja dann 1:1 gleich wieder weiter in den Dienst der Sache gestellt. Genau, es kommt ja wieder nur der Bevölkerung zugute.